Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Folge Baldur's Gate 3. Gerade gemerkt, nachdem ich schon eine Weile aufgenommen hatte, dass mein Mikrofon gemutet war. Ich denke auch, dass die letzte Folge auch deswegen keine Abmoderation hatte. Also im Ton. Ich habe eine gemacht, ich schwör's. So, und ich habe schon eine ganze Weile jetzt irgendwie gespielt gehabt hier. Aber, ja, jetzt darf ich das alles nochmal machen. Also es ist nichts Wichtiges passiert, machen wir mal so. Ich bin hier ein bisschen rumgelaufen, habe hier den Wegpunkt entdeckt. Und hier so ein bisschen Zeug gelootet. Und, ja, besonders das hier vorne ist was Wichtiges, was ihr auch alle mitnehmen solltet, weil das gehört zu einer Quest. So. Und dann können wir nämlich von hier auch verschwinden. Und hier ist noch ein Knochenhaufen. Per Schnellreise uns mal auf den Weg machen, um mal ein paar Sachen zu vertippen. Und das wird jetzt ziemlich lange dauern, weil wir haben ziemlich viel ungeordneten Krams in unserem Inventar. Also, wenn ich mir einen Patch wünschen würde von Larian Studios, so, was sie fragen, was man in dem Spiel besser machen sollte. Auf jeden Fall das Inventar. Man kann es selbst sortieren. Es dauert ewig. Es wäre irgendwie cool, wenn man irgendwie so verschiedene Beutel machen könnte. Also kann man ja jetzt auch schon, aber die sehen halt alle gleich aus. Man kann sie nicht benennen. Und dann ist es immer so ein, welcher Beutel war jetzt für was und so. Ich glaube, dafür gibt es auch eine Mod. Für das vernünftige Inventar sortieren. Also das wäre schon... Wo läufst du denn hin? Ja. Das wäre schon was. Aber bitte, remember, you're not the only one in need. So, Zeug verkaufen. Wir verkaufen... hier das da und das da und das da. Blutstein, kaputte Lauten, Messer, Horn, Wasser halte ich mal, das heilige Wasser auch. Hier die ganzen Kram. Die Kerzen behalte ich auch. Teller. Flaschen, Knochen, Löffel, noch ein Teller. Jetzt kommt das Wichtigste gleich, der wichtigste Inventarplatz hier, ein Teddy. Die ganzen Bücher. Ich habe gerade gemerkt, wir sind in dem falschen Handelsmenü. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen gucken hier. So, jetzt haben wir ja nämlich schon mehr Zeug hier drin, als er irgendwie Geld hat. Deswegen schauen wir mal. Sein ganzes Geld hätte ich gerne. So. Und was hat er noch so anzubieten? Ein Kettenhemd braucht man nicht. Hier, Heiltränke. Sofort. Das braucht man, glaube ich, nicht. Färbemittel braucht man nicht. Hier, Balsam nehme ich mit. Kann man für Tränke machen. Was, Pilzsuppe brauchen wir eigentlich gerade auch nicht. Hat er nicht noch irgendwie was zum Tränkebrauen?
Also hier die Sachen. Nee, mein Hammer ist besser gerade. Komm, das können wir mal mitnehmen. So, jetzt haben wir hier irgendwie 700 noch irgendwie was. Also können wir jetzt wieder ein paar Dinge hier reinpacken. Alles rein in die Truhe. Trank des Schlafens, den brauchen wir nicht. Schwächestrahl, das brauchen wir auch nicht. Dreimal Dunkelsicht-Schriftrollen, die brauchen wir auch nicht. Aber ich glaube, so viel Knete hat er gar nicht. Können wir noch irgendwie was von ihm holen? Federfall. Das Fall der Dunkelheit. Gepolsterte Rüstung. Irgendwas Kleines. Die Vorräte sind auch schon wieder so teuer, ne? Also wir brauchen jetzt noch vier irgendwas. Das kostet 10. Das Gift ist garantiert teurer. Das kostet 50. Ja, komm. Ich und zählen, ne? Komm, lassen wir ihm 6. 6 Gold können wir ihm lassen, oder? Ne, wir verticken ihm noch 2 Kerzen. So, 2 Kerzen. Und dann ah, der gibt mir dafür weniger. Aber gut, jetzt habe ich ihm nur 4 gelassen. Gut, tauschen. So. Sonst hat er nichts für uns. Dann gucken wir mal, was die anderen Händler noch so haben. Ich hoffe, im Hintergrund hört man nicht zu laut, wie mein Sohn singt. Und Autos lalülala spielt. Ganz niedlich gerade eigentlich. Looking for steel? Ja. Well, something close. Mhm. Eine Handarmbrust hätte ich gern von dir, wenn du eine hast. Aber er hat eine. Sehr gut. Die nehmen wir auf jeden Fall. Und zwar nehmen wir die mit Astarion mit. So. Der hat nämlich auch noch anderen Kram. Schwere Armbrust, ne. Schweren Kram, den wir hier noch loswerden müssen. Schlichtes Gift. Einfaches Gift. Überziehe deine Waffen damit. Und das hier ist. Überziehe deine Waffe damit. Okay. Strahl der Übelkeit. Ölflaschen. Komm, so viel brauchen wir alle davon gar nicht.
Den brauchen wir auch nicht. Säurefiole können wir vielleicht irgendwann mal gebrauchen. Wir haben hier irgendwie eine mittlere Rüstung für einen Helm. Konstitution gibt das Plus. Das ist vielleicht auch was für Shadowheart. Die hat momentan einen Helm mit Geschicklichkeit drauf. Den nehmen wir nämlich dann. So. Nietenbesetzter Schild. Was haben wir sonst noch? Aber ich wollte für sie auch eine andere Waffe holen. Kampfspitzhacke. 5 bis 12 Schaden. Eine Pike. Ist 2 ähnlich. Ich möchte mit ihr schon das Schild behalten. Kampfstab. Kurzbogen. Also da sie ja schon relativ viel mit dem Bogen schießt, wäre es schon ganz gut, irgendwie einen Bogen zu haben. Aber die machen irgendwie gerade wenig Schaden so, ne? Und eine Finesse-Waffe hat er jetzt nicht, außer normale. Schwierig, schwierig. Aber gut, sie hat jetzt momentan auch nur eine Normalwaffe. Das heißt, hier zack, Rapier rein. Damit hat sie dann wenigstens Übung. Nein, hat sie nicht. Oh. Mit was kannst du eigentlich umgehen? Gehen wir erstmal raus und gucken mal, mit was sie umgehen kann. Hast du eine Geldverschwendung gerade? Warum bist du hier nicht in den Alchemie-Zutaten gelandet? Warum sind die hier unten? Nein, da. Manchmal ist das so, dass das automatische Zuordnen ein bisschen verbuggt. Ich finde es ja gut, dass sie das haben. Dass das automatisch zugeordnet wird, aber das klappt halt nicht immer. So, wir wollten hier nachgucken. Was kannst du denn? Wo steht das überhaupt? Einfache Waffen, also Knüppel, Dolche, Beile, leichte Hämmer, Streitkolben und so weiter, Sicheln, Speere, Kampfstäbe. Okay. Alles das, was auf so... also Dolche geht irgendwie nicht. Ne? Golddolche ginge mit Geschicklichkeit. Weil Stärkewaffen können wir vergessen. So, und Kriegswaffen. Flegel. Morgensterne pieken. Hellebarden. Ach du Kacke. Kann echt fast nichts umgehen, ne? Da müssen wir ja wohl nun so ein Dolch in die Hand drücken für den Nahkampf, ne? Peinlich irgendwie schon, ne? No harm in a little conversation. Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear. Just ask. My selection is pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Ah ja. Lass mal gucken. So. Also damit kann sie nicht umgehen. Damit könnte sie umgehen. Macht aber auch echt mies Schaden. Ich glaube, da macht ein Dolch sogar mehr. So, eine Kriegshacke.
ist mit Kriegswaffen ungeübt. Aber sie war doch mit Kriegswaffen geübt. Oder? Also vielleicht nur mit bestimmten. Eine Pike. Ja. Ist halt zweihändig. Will ich auch nicht. Will das Schild behalten. Ein Kampfstab. Kampfstab. Knüppel, das geht auf jeden Fall. Das haben wir gelesen. Aber der braucht, glaube ich, auch Stärke, ne? Finesse-Waffe hängt von deiner Geschicklichkeit statt deiner Stärke ab. Genau, das kann sie aber nicht, weil sie damit nicht geübt ist. So. Hier ist dasselbe. Wie ist das beim Knüppel? Was heißt leicht? Kann mit einer anderen leichten Waffe geführt werden. So, was haben wir hier noch? Ah ja, wir hatten hier noch den Kampfstab. Was heißt vielseitig? Ein- oder zweihändig? Und ist auch damit mit Stärke, ne? Das heißt, das Einzige, was es irgendwie gibt, ist der Dolch. So. Da müssen wir irgendwas müssen wir mit dir machen, Mädel. Also mit dem Dolch und dem Schild, weiß ich nicht. Die braucht irgendwie eine Zweitprofession, die mit Rapieren umgehen kann. Nee. Müssen wir mal einen Punkt irgendwo anders noch reinskillen oder so. Oder sie halt komplett umskillen und halt irgendwie einen anderen Charakter zum Heiler machen oder so. Was halt auch irgendwie blöd ist, ist, dass ich ihre Slots nicht auffüllen. Immer nur lange Rast und na gut, ich brauche auch ziemlich viel Heilung, weil ich mal vorne stehe. Aber gefällt mir alles irgendwie nicht. Mal gucken, was man mit ihr noch irgendwie machen kann. Irgendwie gefällt mir so. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt hier mit ihr. Shadowheart. Das funktioniert nicht. So, und hier Gale. You have my attention. Der kann erst wieder beim Stufenaufstieg hier seine Sachen wechseln, ne? Könnte sich jetzt den Vertrauten herbeirufen, aber gut. Die hatte doch auch Zeug immer. Ah, it isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh! There isn't a bit of color in those cheeks, Beetle. What? Are you harsh, cold, feverish? Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. Ja, lotions and potions. Ja. Nee, mir geht's gut, wirklich. Sorry, love. I'll just lose the run of myself sometimes. Ja. I must say, though, you're looking mighty peaky. Ja. Are you all right? Ja, bin ich. Mir geht's gut. Oh, stop! Even on a good day, half the camp acts like a bunch of screaming brats. Ja, ich nicht. I'm tempted to smack them all on the backside and tell them to kiss and make up. Not that they'd listen to little old me. Lustig übersetzt. Anyway, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Einmal Zeit. Ah ja. Das hier nehmen wir auf jeden Fall. So, dann haben wir hier noch Zeug. Das Das brauchen wir. Bestimmt nicht verkehrt. Heiltränke. Hm.
Haben wir wieder kaum Knete, aber wir können ja hier mal die ganzen Schriftrollen mal verticken hier. Zweimal Dunkelsicht. So, du hattest ja noch eine Zange, die können wir noch loswerden. Strahl der Übelkeit, ja, kann man einfach mal behalten, ne? Hier, du hast noch Zeug. Was hast du hier noch? Faustkämpfer? Sind wir nicht. Trank der Unsichtbarkeit. Trank des Federfalls. Ja, nö. Alles gut. Ja. So, jetzt haben wir nämlich mit ihm aber so viel ungeordneten Kram hier. Also Heiltrank. Flupp. Ne, hier unten. Dahin will ich den haben. Das kann raus. So. So, wo ist denn der Dreierpack? Da. Den gebe ich Astarion. So. Die Schriftrolle, die hier vorher drin war, hatte ich, die geht auch schon gar nicht mehr. Die habe ich schon gar nicht mehr, glaube ich, ne? Reisesack. Was hatte ich denn hier nochmal drin? Ah doch, die habe ich noch. Guck mal, dann packen wir da doch mal die anderen Schriftrollen auch rein. Das Drow-Gift. Basiliskenöl. Der Zustand endet und falle in einen Schlummer. Können wir auch mal verkaufen. So, dunkler Amethyst können wir nicht verkaufen. Braucht man nämlich noch. So. Und hier die Bomben. So. Light on my feet. So, und jetzt gehen wir mal draußen nochmal in diese Höhle rein. Da konnte man auch schnell reisen hin, oder? Jetzt überwucherte Ruinen. Klippen am Straßenrand. Also wenn ich jetzt da unten runtergelaufen bin, dann kann ich ja lieber hier rein. Hier hatten wir nämlich auch noch Erdhäufchen, die wir auch noch nicht gelootet haben.
Nebelwolke, Schlaf. Okay, und ich glaube auch hier vorne war da auch noch einer. Hier. Den haben wir noch nicht entdeckt. Aber ich glaube, man kann auch einfach so machen. Guck mal. Ja. Nix kannst du tun. Kannst du aus dem Weg gehen. Hey, hier war doch eben eine Kiste, verdammt. All's well, I hope. Aside from the obvious. Geht doch alle mal aus dem Weg, verdammte Kacke hier, ey. Ihr habt doch eben alle gesehen, dass da jetzt noch eine Kiste drin war, ne? Geht nicht mehr, ne? Kann Astarion das machen? Auch nicht. Naja, wird schon nichts Wichtiges drin gewesen sein. On my way. Ed funzt manchmal nicht. Here goes nothing. So, rein da. Ah ja, die hatten wir alle schon gelootet, dann muss man eigentlich gar nicht mehr groß gucken. So, ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig, war das nach dahin oder nach hier hin? Ich glaube, hier sind wir rausgekommen. Ne, hier war es auch nicht. Ich glaube, es war doch nach hier. Klamme Gruft, genau. Hier waren die ganzen Sachen. Jetzt müssen wir hier unseren Astarion mal vorschicken. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Guck mal, man muss erst ein kleiner Gnom kommen, um die Falle zu erkennen. Hier, entschärf das mal. Läuft. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Entschärfen bitte. Läuft. Hat einfach so viel Bonus, der schafft hier gegen 10er. So, ein Schlüssel und Leitfaden des Beobachters. Wenn der Speer das Ziel verfehlt, verfolgt der nächste Angriffsruf des Speerkämpfers auf diesen zielsicheren Schlag. Okay. Hat sich ja mega gelohnt, würde ich sagen. Irgendwie nicht so richtig. Da ist ein Skelett. Ein bisschen entschärfen. Ihr seht schon, den ganzen Raum voller Fallen. Aber vielleicht finden wir hier dann trotzdem noch ein bisschen was. Hier ist noch ein Schild. Ah, eine Seelenmünze, das ist schon besser. Hier entschärfen. Ja, geil. Also... Ja, okay. Bei dem Wurf scheitert man dann doch. Weiter. Nochmal. Ja, jetzt geht's. So,
Zack. There are traps about. Ja, mach mal hier. 21. Kampfspitzhacke. Eine schwere Rüstung. Kann keiner von uns gerade, glaube ich, tragen. Aber mit dieser Spitzhacke können wir ja mal schauen. Kannst du mit der umgehen? Ungeübt. Nichts kann sie. Nichts. Aber wir haben ja auch die Stärke weggenommen. Also. Ne, also. So, also das war jetzt irgendwie ein bisschen under-overwhelming. Wie man das so. Wie sagt man das? Hat sich jetzt nicht so geil gelohnt. So. Dann können wir mal wieder zurückkehren ins zerstörte Dorf. Und noch ein paar Goblins verhauen irgendwo oder irgendwas. Can't give up now. Very well. Auch ich verstehe hier nicht, warum hier manchmal die Reihenfolge irgendwie geändert wird. Die ist manchmal so ein bisschen random. So. Na hier kann man das Ding da. Ein Bienenstock. Mitnehmen, lecker Honig. So. Wo sind wir jetzt auf der Karte? Hier, aha, aha. Hier geht's so Richtung Goblins, ha? Da gibt's. Irgendwie trommeln da Leute. Wir bleiben erstmal auf dieser Seite und erkunden erstmal hier alles, würde ich sagen. Ich würde vielleicht. Warte mal. Hier sind wir über die Brücke gekommen. Hier, Karlach, können wir noch mal gucken, oder? Bevor wir da ganz nach links gehen. Gehen wir hier nochmal ins zerstörte Dorf zurück. Dann müssten wir doch eigentlich nach hier, oder? Ja, wieder falsche Richtung. Orientierung. Genau, hier lang. Hier raus. Hier, die hatte ich alle schon. Glaube ich zumindest. Gibt es für mich noch einen Weg nach oben? I don't know. Oh, was ist das? Hallo, Leute! You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. As the symbol glows. Power courses through you. Authority. Hmm. Was ist ein Freund zugestoßen? An oil bear. Please, do you have any? Shut up, Andric. Do you serve the Absolute? Wait. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head.
Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brynna, new recruits. Yours to shepherd. Protect them. He is a true soul. Mind him. He will. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother. He was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. I don't know any druids. Das ist halt blöd. We know that all too well, sir, but the Absolute sent us here. We're looking for fugitives, survivors from that ship that crashed farther west of here. Ach ja? We don't know what they look like, but anyone who survived that crash is bound to be injured. That's enough to get us started. The Absolute wants them found. At any cost. What? And just leave Ed? I suppose he'd want us to go on. Find a way to honor his sacrifice. May the Absolute guide us. Yeah. Tschüss. True soul. Absolute. Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Your limbs move of their own accord. There's something of value here. Something your mind craves. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Refuses both to leave or to allow itself to be used as you desire. Also man kann die später gebrauchen, um seine Stärke zu erhöhen. I wasn't expecting it. Also nicht die Stärke. But I'm glad to have some company on this journey. Ich wollte mit dir gar nicht reden. So, was hatten wir noch? Jeder hat Essen. Guck mal. Yum. So, aber was hier sonst noch irgendwie so rumfleucht und kreucht, Eulenbeeren und so, das gucken wir dann beim nächsten Mal. Bis zu dann oder so ähnlich. Tschüss.